Also mein Fazit zum Fahren im Dunkeln. Wer es muss, der kann es ja nicht vermeiden. Und es mag auch in der Stadt, wo es eh heller ist, umgebungsmäßig, auch Spaß machen, glaube ich. Aber so über dunkle Landstraße, die man zwar schon mal kennt, die man auch öfter schon gefahren ist, wo man aber im Dunkeln nicht weiß, wo es lang geht, das also macht mir keinen Spaß persönlich. Jetzt hier so im Dorf, wo ich jede Ecke kenne, gut, das ist was anderes, aber es ist auch wieder ähnlich wie in der Stadt. Aber lange unbekannte dunkle Landstraßen zu fahren, also macht mir persönlich nicht so viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch gefährlich. Es ist noch gefährlicher als Motorradfahren eh schon ist. Gut, ein Restrisiko ist immer, aber das ist nicht nur allein das Wild. Das ist auch, wenn du 80 fährst, dann bist du ganz schnell da vorne. Und wenn du dann die Kurve falsch eingeschätzt hast, dann liegst du auf der Nase. Und das will ich ja möglichst vermeiden. Also, ich werde das aber noch mal machen. Ich muss da dranbleiben. Es ist, war gut, dass ich es mal übungsmäßig gemacht habe. Ich bin ja für meinen Führerschein damals, musste ich ja nur eine Prüfungsfahrt fahren und die findet natürlich im Hellen statt. Ich habe ja gar keine Sonderfahrten gemacht. Von daher ist das so eine Art Sonderfahrten. Die werde ich auch noch mal machen. Kann man jedem nur raten, der das hier so in meiner Altersklasse noch mal probiert. Also man soll sich da nur nicht überschätzen. Ne? Deswegen bin ich auch lieber etwas vorsichtig und verhalten gefahren. Auch wenn das für einen Zuschauer vielleicht dann langweilig aussieht. Also für mich war das nicht langweilig. Sondern ich musste da ziemlich aufpassen. Oder muss auch jetzt noch. Jetzt fahre ich ja nach Hause. So. Und dann. Tschüsschen.